Jans und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind hier beim Auftrag Kleptomanie von Voller Synth-Leder. Ein Auftrag von, wie hieß sie nochmal? Regina Jones? Reverve Courier Services. Lieferwagen klauen. Lagerhalle Martin Street. Das wird kein normaler Auftrag. Du sollst zum Reverse Courier Services Gebäude in Northside gehen und einen Minibus voller Lederjacken klauen. Ich weiß, so habe ich auch geguckt. Aber der Job ist ein Kinderspiel. Irgendjemand schmuggelt Kampfjacken aus Synth-Leder nach NC, um das Konzernembargo zu umgehen. Das Leder wird in Form von Jacken importiert, die dann an Underground Ripper gehen, die sie für Implantate benutzen, die wiederum zu guten Preisen verkauft werden. Nettes System, oder? Mein Kunde hat die Lieferung aufgespürt, aber kann sich nicht persönlich darum kümmern. Deshalb bist du gefragt. Denk nur daran, dass die RCS-Autos nicht anspringen, bis die Identität des Fahrers bestätigt wurde. Und habe ich erwähnt, dass die RCS-Lagerhalle von den Tiger Claws kontrolliert wird? Nein? Naja, jetzt weißt du's. Die benutzen den Laden zur Geldwäsche, also wundere dich nicht, dass die sich da rumtreiben. Sei vorsichtig, viel Glück. Hört sich eigentlich, ja, ganz okay an. Ich würde vielleicht mal hier versuchen. Mit diesen nicht tödlichen Waffen zu schaffen. Einfach mal, um das auszuprobieren. Den Schalldämpfer gibt es hier leider nicht. Das Sturmgewehr hat einen Schalldämpfer drauf. Schöne Waffe. Ist der auch schon feindlich? Nope, NC-Bewohner. Aber der ist feindlich. Okay, das heißt schon mal, vorne lang können wir nicht. Okay, da könnte man rein, wenn man vielleicht Double Jump hat. Da hinten gibt es auch ein Tor. Aber da ist auch jemand. Da hinten geht's rein. Was haben wir hier? Netrunner. Speichern. Verseuchung. Das war doof, weil das mit der Polizei zusammenhängt. Das war doof. Ich geh mal kurz hier hoch. Oh. Gut, das hatte ich nicht mehr dazu. Und jetzt haben wir da was angezettelt. Polizei gegen Tiger Claws. Naja. Getan und die kommt einfach gegen mich an.
gut, so kann man es halt auch machen. Das war Glück. Was für ein Massaker. Junge, lass mich doch mal in Ruhe! Offensichtlich war hier ein NPC dabei. Also ein Zivilist. Ja, ich bin wieder da, nach oben. Hoffnung, dass sie mich da in Ruhe lassen. Sie wissen zumindest nicht, wo ich bin. Informanten für... Informationen für was? Kommt schon. Minimap. Shelter in place. Komm schon. Wenn niemand hier hochkommt, wissen sie auch nicht, wo ich bin. Jetzt, danke. Ich will doch nur diesen verdammten Auftrag machen. Dann wieder von hier verschwinden. Hi, ich hab nichts getan. Was sind die zwei eigentlich? Netrunner. Netrunner, keine Zugehörigkeit. Dann habe ich eigentlich nichts getan, was uns geholfen hat. Wenn ich das so sehe. Ich glaube, jetzt sind hier alle weg, Leute. Oder nicht leider. Gibt hier, glaube ich, niemanden mehr, den wir irgendwie erledigen müssten. Abgesehen von der Kamera. Kurz mal speichern. Das war ganz anders geplant. Ich wollte eigentlich wie immer das Schleichen machen. Aber dann lief's halt. Kaboom! Soyasil Machistador! An explosion of change! Völlig aus dem Ruder. Vertragsende. Einheit 2768074. Zusätzliche Leistungen. Elektrizität. Net. Höchstgeschwindigkeitsverbindung. Spezifikation der Einheit, Gefrierschrank groß, verriegelt mit Anweisung nicht öffnen. Der 50-Jahres-Vertrag ist am 2.4.2075 abgelaufen. Der Kunde hat auf Anrufe zur Vertragserneuerung nicht reagiert. Der Inhalt der Einheit wird dann am 10.4.2075 auf der gewünschten Mülldeponie entsorgt. Gegen Kühlschrank mit wahrscheinlich Person drin, der auf einer Mülldeponie entsorgt wurde. Ich frage mich, kann man diesen Kühlschrank geben? Vielleicht. Don't make trouble. Be trouble. Irgendwelche Informationen habe ich gerade gesehen.
Informationen für neue Mitglieder der Reverre Courier Service Familie. Liebe MitarbeiterInnen, willkommen in der Reverre Courier Service Familie. Ganz recht, Familie. Für uns ist das nicht nur ein Wort. Wir sind füreinander da und wir scheuen uns nicht, einander die Meinung zu sagen. Was immer noch passiert, wir harten zusammen. Ohne diese eisernen Prinzipien wäre RCS nicht das Unternehmen, das es heute ist. Wir sind einer der besten und innovativsten Arbeitgeber in NC. Wir schätzen Flexibilität, Ehrgeiz, Kreativität und die Fähigkeit, unter Zeitdruck zu arbeiten. Kampferfahrung ist von Vorteil. Vergessen Sie nicht, dass all unsere Angestellten Trainings absolvieren dürfen, um ihre Fähigkeiten zu stärken. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Wichtig! Als Fahrerin tragen Sie nicht nur die Verantwortung für die korrekte Auslieferung von Waren, sondern sind auch für Sicherheit und Zustand der Fracht verantwortlich. Verluste oder Beschädigungen können zu Geldstrafen führen. Prüfen Sie vor Fahrtantritt zudem immer die Funktionstätigkeit Ihrer Waffen. Also von daher weiß man eigentlich schon, dass Sie ein bisschen mehr als bloß Hätte hin und her chauffieren. Und ja, wahrscheinlich eben auch irgendwo drinstecken. Luther Babel. Burke Nemioren. Ich habe gerade die Jacken aus Bangladesch bekommen. Wie schon gesagt, keine davon darf verloren gehen. Sorg dafür, dass die hinterfotzigen kleinen Wichser aus deinem Lager das kapieren. Mir ist klar, dass manchmal Dinge bei euch verschwinden. Aber diesmal darf das auf keinen Fall passieren. Die Jacken sind mehr wert, als du glaubst. PS, grüß Tom von mir. Meine Frau fragt nach dem Rezept von letztens. Wir müssen uns mal wiedersehen. Validierung. Schneekua, Washington und Logan Rice. Logan sagt den anderen, dass ab heute jeder Fahrer vor Schichtbeginn seinen Ausweis validieren muss. Wenn nicht, können sie die Autos nicht starten. Ist nur zur Sicherheit. Vincent Apes. Episanchota Kosugi? Hey Shota, ein Wagen voller Zutaten für deine Glitterproduktion ist Richtung Lil China unterwegs. Rovinci Street, kannst du deinen Leuten sagen, sie sollen ein Auge drauf haben? Das Zeug sollte lieber nicht ohne Wachschutz durch die Gegend kutschiert werden. Du machst dir zu viel Sorgen, ich schick niemanden. Sorg dafür, dass der Wagen wie ein stinknormaler Lieferwagen aussieht. Wachschutz zieht nur aufmerksam auf sich. Aufmerksamkeit auf sich. Und das wollen wir nicht. Da hat er nicht ganz unrecht. Auf jeden Fall haben wir das souverän geregelt, indem wir eigentlich nichts getan haben, wirklich. Also, die meiste Arbeit hat eigentlich die Polizei gemacht. Ich habe sie bloß rausgelockt. Ist ja gut. Perfekt. Genau das möchte ich. Okay. Hiroshi Optik Doomsayer. Tomahawk. Also, nice Kiste. Viel guten Stuff. Lokales Netzwerk ausschalten. Okay, das sind die gleichen Nachrichten. Shit. Ja, doof. Doof. Hier konnten wir noch über Direct Link autorisieren. So. Können wir das Fahrzeug auch starten? Haben wir getan. Sehr gut.
macht einfach Spaß, Dinge zu explodieren zu bringen. Gibt es noch Kameras, die wir deaktivieren können? Yes. Hier waren wir schon. Da gibt es noch Munition. Nehme ich gerne mit. Was ist eigentlich das? Alarm. Dachte man hört diesen Alarm. Prozessor, Systemzusammenbruch, Euro-Dollar. Nice, hier gibt's viel Stuff. Da gibt's noch ein... noch eine Kamera. Und da gibt es noch einen Laptop. Der wahrscheinlich zwar auch nichts Spezielles hat. Lederjacken aus Bangladesch, 200 Icon America, 2000 Sündbananen aus Polen, Lieferung nach Japantown, 5000 Packungen Testosterone, 3000 aus der Türkei, Lieferung nach Aroya, 5 Embryos hergestellt von Militech, inklusive Ernährungspumpen für Flüssigkeitsnahrung, Lieferung Stadtzentrum. Rette mein Leben. War wieder irgendwie so eine Spam-E-Mail. Okay, warte, verschlüsselte Daten 7A55 7A7A. No! Oh, come on, was? Manchmal checke ich, glaube ich, das System nicht ganz. Schade. Hier, ja. Laden. 0:33, 0:27. Nee, komm, ich lasse das mit Laden. Ich hab's verkackt und deshalb lasse ich's. Ich hab's verkackt, fertig. Ich hätte besser schauen müssen, wie das genau funktioniert. Ich glaube, manchmal checke ich nicht, dass man nicht wieder nach rechts oder links fahren kann. Naja, doof. Auf jeden Fall haben wir jetzt diesen Van. RCS, den wir einfach wieder abgeben müssen. In der Hoffnung, dass wir nicht angegriffen werden. Steig aus dem Wagen. Gerne doch. Van received. Textbook example of a job well done, don't you think? A++. Contract closed. Nice. A mit Sternchen. 3000. Schön. Finde ich gut. Finde ich gut. Wieder 20 Minuten. Gibt's hier noch was? Ich glaube, wir waren hier nämlich schon mal.
oben gibt es noch was. Überfall im Gange. Neutralisiere die Gegner. Bla bla. Why not? Audioschock. Kurz die Granate reinschmeißen. Ich glaube, das war's. Nichts im Auto, schade. Gehe ich gleich hin. Das Beweismaterial wieder sichern. Bidi-sima-sima. 5151C 5555. Das geht nicht. BD geht nicht. 551C. E9. 55. 551C. BD 7A. Das andere geht nicht. Da gingen bloß zwei. Kannte man nicht alle. Da ist noch was. Neue Splitterbestellung. Yo, scheiß auf den Typen, der Shit kostet mehr als die ganze Ladung. Lass uns diesen Deal auf unsere Weise durchziehen. Bestell einen Haufen Ware und wenn du sie abholst, BAM! Blindenschädel, fertig. Wir finden einen anderen Lieferanten. Okay. Deck and Wind. X 12 mal Roaring Phoenix 4 mal Evade 10 mal Max Stock 7 mal Brisky 8 mal Dampf EP 10 mal. Okay. Ja, gut, lief nicht so gut. Für euch. Beim Container gibt es noch was. Habe ich gesehen. Bisschen Munition. Und ein Pulsar. Schnell weg von hier. Ich würde einfach mal das Auto hier nehmen. Ja, dann würde ich sagen, war es das wieder von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.